Torre ist einfach so ein anspruchsvoller Berg, da ist es eigentlich unmöglich, die ganze Zeit einen Kameramann mitzuhaben. Und von dem her haben der Peter und ich eigentlich auch extrem viel selber filmen müssen. The film team stays behind. We give them two point-and-shoot cameras and cover their attempt from the helicopter. In der Wand haben wir natürlich keine Chance mehr gehabt, irgendwas zu reparieren oder Kameraeinstellungen großartig zu ändern. Und deswegen haben wir eigentlich schon alles daheim getestet, also bei uns in Österreich getestet und geschaut, dass das alles funktioniert, geschaut, dass die Kamera im richtigen Winkel filmt, dass die Einstellungen passen, dass der Bildwinkel passt, aber auch, dass der Ton passt und alles. Also das haben wir einfach alles bei uns schon gecheckt, um nachher drüben wirklich in Patagonien sofort starten zu können und sicher zu sein, dass da nichts schief geht. Ich glaube, das mit dem Fotografieren hat sich irgendwo mit meinen Projekten mitentwickelt. Am Anfang, zu Wettkampfzeiten, war es ganz normal, dass Fotografen und Kameraleute immer dabei waren. Je abgeschiedener meine Projekte und Expeditionen geworden sind, umso wichtiger war es auch für mich, dass ich einfach meine Sachen selber dokumentiere. Für die Schlüsselseillänge, also für die Umgehung von der Bolttraverse, da war das Kamerasetup so, dass der Peter und ich eine Handkamera gehabt haben und jeweils noch eine Helmkamera kleine. Und dann hat es aber eigentlich nur noch den Hubschrauber mit der Cineflex gegeben. Ja, das Setup hat sich eigentlich für uns wirklich bewährt. Wir sind dann wirklich zum Schluss runtergefahren und waren ein eingeschworenes Team.